Hallo, mein Name ist Noreen und heute ernten wir Kartoffel. Ja, diese Kartoffel heißt Vita. Ich möchte diese Kartoffel ernten, weil die Blätter wird immer gelb und gelb und ich habe schon eine Menge Blätter entfernt seit 2 Wochen oder 1 Woche, ja. Ja, ist schon fast keine Blätter mehr dran. Ja, und hier ist die Sorte Vita. 130 bis 150 Tage. Ja, heute ist leider die 110. Tage. So, es ist leider erstmal die Kartoffeln. Und ich bin gespannt, wie die Knolle aussieht. Und erstmal schütteln. Den Container ist es, wie viel Liter ist dieser Container? 45 Liter, denke ich. Ist schon schwer für mich und ziemlich groß für mich. Ja. Und tada, oh, sieht nicht gut aus. Aber wir wissen noch nicht. Na dann muss ich hier wie eine Archäologin arbeiten. Keine Knolle. Keine Sichtbarknolle. Ja, so fängt die Arbeit an und es macht jetzt ganz schnell. Was ich hier von dieser Kartoffelsorte gemerkt habe, ist, die Knolle bilden ein bisschen höher von die Mutterkartoffeln. Siehst du hier? Da kommt die Mutterkartoffeln. Aber die Knolle sind ein bisschen oben. Aber da gibt es doch kleinere Kartoffeln da. In der Nähe von Mutterkartoffeln. Aber ja gut, weiß ich noch nicht. Wegen hier so viele noch kleine Kartoffeln hängt, müsste ich nachher wieder diese Wurzel einpflanzen. Vielleicht treiben noch, wenn nicht, dann ist es auch okay. Also, ich mache jetzt weiter und ich mache mich ganz schnell wieder. Jetzt die letzte Klumpe. Also seht ihr, das ist noch so viel kleine Kartoffel hängt. Ja, ich muss das wieder einpflanzen. Ich glaube, es ist schon alle. Und hier ist meine kleine Ausbeute. Ja. Es ist groß wie normale Flugkartoffel. Ja, genau.
Und ich hoffe, dass die gut schmecken. Ja, das sind alle. Das sind alle. Und ja. So, hier jetzt die Kartoffelwurzel. Ja, zum Einpflanzen. Ja, zum Wiedereinpflanzen. So, dann geht's los. Ja, seht ihr das? Das sind die Triebe. Ich hoffe, dass die wachsen noch. Und auch die kleine Knolle. Drück mich die Daumen und tada! Ja, ist schon eine Pflanze. So schnell. Und was ich nur machen kann, ist warten. Warten und warten. Oh, mein Experiment etwas wird oder nicht. Ja, mal sehen. Und jetzt muss ich diese Container in wo die andere Kartoffel stellen. Also aber in die Seite, wo ein bisschen schade ist, damit die nicht verwelkt. Also, nach einem Tag, hier ist schon die wieder eingepflanzte Kartoffelwurzel oder Kartoffeln. Ja. Und ich hoffe wirklich, dass diese Triebe noch weiter wachsen. Ja. Aber wenn nicht, dann, wie ich gesagt habe, dann nicht. Ich habe noch hier ein Kübel extra. Hier ist es. Habe ich auch die Kartoffel beschnitten. Vielleicht kann ich noch diese Kartoffelleben verlängern. Mal sehen. Und ich verabschiede mich wieder. Dann bis dann. Vielen, vielen Dank. Tschüss.